Suche den Ursprung des Suche den Ursprung des Bebens. Oh, ein Staralili. Warte mal. Oh nein, Staravia. Mann, das war etwas peinlich. So, Staravia ist gefangen. Mann, gehört zu meinen liebsten Flug-Pokémon aus der 4. Generation. Und dann sowas. Ich erinnere mich nicht an dessen Namen. Staravia, es sendet Tornados aus und setzt Rammmanöver ein, um anzugreifen. Ja, gut. Und nur ein B-Rang, wie blöd ist das denn? Na, ich denke mal, wir tauschen mal. So. Ah? Sir, haben Sie was gesehen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie nicht nach mir sucht. Habe allerdings so einen Typen mit ein paar Pokémon, die Klippen hochklettern sehen. Diese Pokémon waren schwer mit schwieriger Last beladen. Aha. Oh. Ja. Aus dem Nichts kommt ein Tanzer. Aber so haben wir auch das Tanzer gefangen. So, dass er es nicht erwartet hat. So, Fukamo kann erstmal gehen. Und wir können klettern. Oh Mann. Ah. Ein Lavita. Ach ja. Lavita, Pupita, Despota. Despota. Mein liebstes Pokémon aus der 2. Generation. Lavita. Es wirft Steine und Felsen, um anzugreifen. Ja, wo Dragoran, er sagt, wirklich mein liebstes Pokémon aus der 1. Generation war, war Lavita, nicht meine, Moment, zertrümmern, löschen, so, war er sagt, Despota, mein liebstes Pokémon aus der 2. Generation. Oh, warte mal. Mal sehen, Stufe 4 zertrümmern, haben wir nicht. Jetzt Magnetilo. Dich kriegen wir. Und zwar so. Und müssten gleich ein Level abgekriegt haben. Na? Ah, Mist. Kein Level up. Aber ich bin mir sicher. Wir kriegen das Level up gleich. Aha. Und noch einmal klettern. Oh, was für eine Last du Chia tragen musst. All die Pokémon und dann noch Ohrs. Das ist schwer. Ah. Sind da vielleicht irgendwelche Ranken, an denen wir hochgelangen können? Ja. Da oben. Ja, ich sehe sie. Dort oben kommen wir nicht an die Ranke heran. Aber was wäre, wenn sie zerschnitten werden würde? Nichts leichter als das. Das machen wir doch gleich. Und deswegen holen wir uns noch einen Staravia in unser Team. Aber erstmal benutzen wir die Pokestärke Gestein. Los, Feuer! Ha! Nimm das! Ist nun wirklich nicht die feine englische Art, ihr sagt, Pokémon mit Stein zu bewerfen. Aber wenn man auf einer Safari-Jagd ist, dann macht man das automatisch. Auch wenn ich meine Pokémon eher meistens mit, Futter gefüttert habe, bevor ich sie gefangen habe. Ich hatte da, sag, meistens auch immer das Pech, dass bei mir die Pokémon dann weglaufen. Naja. Na bitte. Endlich ein Level Up. Level 4, 15. Power plus 2, Energie plus 2. Und ein Lavita schicken wir weg. Und weg. So. Ein Tanzer. Ein Nichts. Hm. Ach, benutzen wir erstmal Staravia. Los, Staravia. Der schneide die Liane.
Ranke ist heruntergefallen. Ein Hinaufklettern ist möglich. Gut. Danke, Sharabia. Und nun zu dir, Tanzer. Wenn du hier bist, werden wir dich auch brauchen können. Und gefangen. Und ich denke mal, es würde sicherlich noch 2 Folgen dauern, bis wir ein neues Level abkriegen. So, und jetzt hoch hier. So, wo müssen wir jetzt längs? Oh, was ist das überhaupt? Keine Ahnung, wer das so genannt hat, aber das ist Federgras. Aha, du weißt schon, Federn, so wehen, sich abfedern. Als ich noch ein Kind war, habe ich mit diesen Pflanzen tagelang amüsiert. Mich mit diesen Pflanzen tagelang amüsiert. Ah, schön zu wissen, was. Aha, ein Magnetino und ein Habitag. Interessant. Naja, wir fangen die jetzt einfach mal so. Mein Fangkomm ist so auch aufgeladen. Selbst wenn wir sehr gleich da einen Bossfight haben, denke ich mal, dass wir unsere Energie gut behalten werden. Jetzt noch Habitag. Fangen, dann speichern. Und dann wollen wir mal sehen, was für Pokémon der Typ, also der Bergsteiger, dabei hat. Normalerweise würde ich auf Gesteins-Pokémon tippen. Aber ich denke mal, der hatte 2 Mashoks dabei. Mashoks sind ja, echt gut, um, Umzugskarton, Kartons zu schleppen. Kein Wunder, dass die, meistens, auch für Umzugsunternehmen benutzt werden. So, Daten gespeichert, bis bald. Und auf geht's! Yippie! Noch ein Habitag. Okay, wir holen uns die Erfahrungspunkte. Habitag wild greift an. Los! Hey, ich sagte los. Alter. So. Das war's mit los. Yeah. Und tschüss. Habitag. Vielleicht sollten wir Bifas auch mal wegschicken. Aha. Okay, das Erdbeben wird immer größer. Ach, doch Gesteins-Pokémon. Und zwar Rameidons. Diese Pokémon, das sind Rameidon. Was stellen die denn da unten an? Und das ist auch ein Typ von Team Nachtschatten. Wurden die Erschütterung von diesen Pokémon beim Rammen der Wand verursacht? Wir gehen dort besser mal runter. Aber von hier aus kommen wir da nicht hin. Hey, sieh mal da drüben. Der Typ muss sich über die Ranken dort hinuntergehangelt haben. Hä? Oh, verdammt. Es muss eine Möglichkeit geben, höher hinauf und da drüben wieder runter zu klettern. Ja. Das werden wir jetzt auch machen. Hier geht es immer hoch. Oh Mann. Das ist doch nicht wahr. Aber wie es aussieht doch. Moment. Tanzer. Käfer. Gott, wir benutzen diese Stärke. Los. Los. Dauerfeuer. Ja, das war das reinste Sperrfeuer. Und bisher der schlechteste Rang. Oh, nett. Ein Pinsir. Pinsir greift an. Ebenso wie... Pognodon. Feuer! Ja! Ja! Los geht's! Feuer! Wir schaffen es! Wir schaffen es! Yes!
Also bisher ist Cognodon jetzt mein Liebling. Pinsir, es greift an, indem es mit den Hörnern auf seinen Kopf Rammmanöver durchführt. Nett! So, da lassen wir dann mal das Lavita hier frei. Dann zerschneiden wir hier was. Hä? So, einmal zerschneiden und zack. Hank ist heruntergefallen. Ein Hinaufklettern ist möglich. Gut, danke Staravia. Bis bald. Tja, was hat... Oh, ein Karmaub. Es wird zwar jetzt ein bisschen blöd sein, was ich jetzt tue. Aber wir werden Bidifas jetzt benutzen. Oh. Hey, das klappt ja jetzt langsam. Wieso klappt das nicht? Okay, jetzt. Okay, es klappt nicht so ganz, wie ich es erhofft habe. Aber trotzdem haben wir Karmaub gefangen. Karmaub, es greift an, indem es Glut- und Feuerklumpen speit. Gut. Gut mit Glut. Was hat denn dieses Mankey jetzt hier? Aber Mankey, das ist auch gut. Das hat die Eigenschaft Kampf, ja. Verdammt. Jetzt können wir doch mal Magnetilo gebrauchen. Mankey, es wird leicht wütend und rast umher. Erst bei Stillstand ist es leichter zu fangen. Ja. Das wissen wir auch. Ah, ein Magnetilo. Gut. Du kommst wie gerufen. Mann. Gott. Tja, die Wagnisklippen. Ein äußerst gewagtes Wagnis von Team Nachtschatten, hier in der Nähe der Ranger-Vereinigung zu agieren. Aber was haben die vor? Wollen die, ehrlich gesagt, das Ranger-Gebäude vielleicht zum Einsturz bringen? Oh, Moment, können wir, ehrlich gesagt, hier auch hoch? Nö. Also klettern wir noch weiter. Oh, ein Flugkäfer. Skorgler. Nett. Aber erstmal holen wir uns Flugkäfer. Flugkäfer holen wir uns jetzt erstmal. Mit Karmaub. Berühren und führen und den Boden zum Beben zu bringen. Ziel gilt als pausiert. Pausierend. Ah. Verdammt. Das hat nicht ganz so geklappt, wie ich es erhofft habe. Aber der Boden hat auf jeden Fall vibriert. Flunkkäfer. Es greift mit Hilfe magnetischer Brocken an. Und mit Bissangriffen an. Interessant. Dazu der Arang. Als nächstes kommt Skorgler. Und dann als nächstes irgendein anderes Pokémon. Skorgler. Hey. Skorgler, gefangen. Und ich bin mir sicher. Skorgler, es flattert herum und setzt Rammmanöver und Schnittangriffe ein. Also, ich bin mir sicher. Dieses Mitglied vom Team Nachtschatten hat sicherlich den Auftrag gekriegt, das Gebäude der Ranger-Vereinigung zum Einsturz zu bringen. Irgendwie wird es auf jeden Fall so sein. Magnetilo. Nein, dich brauchen wir nicht. Noch ein Skorgler? Ja, dich bräuchten wir jetzt eigentlich auch nicht. Ah, au. Hey, nicht schlecht.
Ein Staravia, ein Flunkiefer? Nicht schlecht, Herr Specht. Aber nun erstmal Feuer! Feuer, Feuer, Feuer! Und gefangen! Ja, das mag ich doch. Und den Arang. Ein Staravia lassen wir frei. Dann, da hinten ist die Speichereinheit. Aber trotzdem, hier gibt es doch sicherlich irgendwo noch ein anderes Pokémon. Okay, dann nicht. Dann holen wir uns eben nochmal einen Flunkiefer. Flunkiefer, wild greift an. Und gefangen. Obwohl, ich weiß ja eigentlich überhaupt nicht, wie er sagt, ein Stahl-Pokémon, denn er sagt, agiert. Ach, lassen wir Flunkiefer nochmal frei. So, nun. Auf geht's. Wir kommen. Oh, ein Magnetilo. Gut. Wir laden einmal. Den Fang kommt vollständig auf. Einmal aufladen. Gut. Danke, Magnetilo. Bis bald. Aha, eine fliegende Speichereinheit. Dann wollen wir auch mal speichern. So, und mit Flunkiefer, Mankey. Ja, und mit Flunkiefer und Mankey. Oh, verdammt. Verdammt, eine gelbe Kongiga-Einheit. Ach, Alje. Hey, da ist ja ein Kongiga. Wie ist der denn da hingekommen? Das heißt, dass der Kerl dort mit dieser Verbrecherbande gemeinsame Sache macht. Ich vermute, er macht die Pokémon mit dem Kongiga aggressiv. So kann er sich neugieriger vom Hals halten. Wie uns Ranger zum Beispiel. Wer weiß auf jeden Fall, dass er nichts Gutes im Sinn hat. Was auch immer es ist. Ja, da stimme ich dir zu. Lucia, das ist dein großer Auftritt. Das ist ein Kongiga wie der, den du in Havelbrück gesehen hast, oder? Ja. Kannst du dieses Ziel beseitigen? Bin mir nicht so ganz sicher. Ich weiß noch nicht mal, was das, er sagt, für eine Kongiga-Einheit ist. Aber ich denke mal, dann gehen wir lieber mal zurück. Holen uns dann vorsichtshalber... Nein. Was machen wir denn da? Wir klettern hier noch einmal rauf. Und holen uns dann, er sagt... Ein Skorgler. Ach, Moment, da ist noch irgendein... Da ist noch irgendein Pflanzen-Pokémon da oben. Vielleicht brauchen wir das, Elder. Vielleicht ist das ja... Land ist runtergefallen? Gut, vielleicht ist das ja... Nein, das glaube ich, Elder. Nicht, ich wollte jetzt sagen... Vielleicht kann man das Ding da, er sagt, beseitigen mit Hilfe eines Pokémons, eines Pflanzen-Pokémons. Aber ich denke mal, vielleicht eher Stahl oder Kampf. Ah, verdammtes Rasierblatt. Aber nicht mit mir. So, gefangen. Dieses Kinoso haben wir gefangen. Kinoso. Es verteilt Blätter und Saatkörner, um anzugreifen. Ah, vielleicht ist Gelb auch eher für... Vielleicht ist Gelb nicht, sag na... Dingen zerschneiden, vielleicht ja Tackle. Ah. Oder zertrümmern. Oder zerschneiden. Ah, wir müssen das erstmal sehen.
Aber auf jeden Fall mache ich gleich erstmal eine kleine Pause. Und dann werden wir weitersehen. Zertrümmern, zertrümmern. Es könnte auch eher zertrümmern vielleicht sein. Naja, wir werden es sehen. Ich hole mir jetzt erstmal nochmal das Magnetilo hier. Dass er bei der Speichereinheit rumläuft. Rumschwebt. Dann mache ich eine kurze Pause. Um auch mal was in Ruhe zu trinken. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Wenn wir, die Kong-Giga-Einheiten zerstören werden. Und darüber hinaus die Ramaidons aufhalten werden. So. Und damit sage ich dann mal, bis gleich.